Meine Damen und Herren, jetzt sollte hier Frau Dr. Alice Weidel stehen. Ich muss Sie leider entschuldigen, sie ist so krank, dass sie trotz besten Willens nicht kommen kann. Ich werde jetzt an Ihrer Stelle das Thema, welche neuen Grundlagen braucht eine reformierte Europäische Union, versuchen zu skizzieren. Die Europäische Union und das Selbstbestimmungsrecht der Völker, verträgt sich das? Ich sage, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, welchen Weg diese Union einschlägt, einschlagen will oder eingeschlagen hat. Derzeit gibt es leider untrügliche Anzeichen, dass starke Kräfte die Europäische Union zu einem zentralistischen Einheits- und Bundesstaat entwickeln wollen, deutlich erkennbar. Diejenigen aber, die die EU zu einem Einheitsstaat machen wollen, bewegen sich weg vom Selbstbestimmungsrecht der Völker und von der Entschließung der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen. Und wer immer auch diesen Weg eines Einheitsstaates für verkehrt, ja für gefährlich hält und die Alternativen dazu anmahnt und anbietet, der ist deshalb noch lange kein Anti-Europäer, vielleicht ein besserer Europäer als die, die den Einheitsstaat wollen. Die große Vielfalt nationaler und regionaler kultureller Tradition macht ja gerade das Besondere unseres Kontinents aus. Mit Dutzenden von Sprachen und Volksgruppen, die unterschiedlich sind. Die Stärke Europas besteht in der Vielfältigkeit der unterschiedlichen Nationen und kulturellen Räume. Und das Spezifische an unserem Kontinent ist gerade seine gewachsene kulturelle Differenziertheit. Und diese würde letztlich glatt gebügelt, wenn sich der Bundesstaatsgedanke in der Europäischen Union durchsetzen würde. Es gilt, davon bin ich überzeugt, den Reichtum der Kulturräume Europas auch innerhalb der Europäischen Union mit aller Kraft zu bewahren. Denn es wird oftmals fälschlicherweise immer gesagt, Europa, 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 gemeint ist eigentlich nur die Europäische Union. Die Europäische Union ist nur ein Teil Europas. Und diesen Reichtum der kulturellen Identitäten zu bewahren, das ist auch ein kultureller Artenschutz. Bei Tieren achten wir akribisch darauf, aber wir sollten auch unsere eigene Kultur nicht schlechter behandeln als andere Bereiche unseres Weltalls. Und dazu ist ein Umbau der Europäischen Union im Sinne des Völkerrechts und des UN-Sozialpaktes, über den Sie uns ja wirklich fabelhaft informiert haben, lieber Herr Professor De Zayas, sowie der Entschließung der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen, an der Sie mitgearbeitet haben und die es ohne Sie überhaupt nicht geben würde. Das weiß ich ganz genau. Mit dem postulierten Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht der Völker innerhalb der Gemeinschaft, das ist nötig. Aus der Europäischen Union muss wieder ein Europa der Vaterländer bewusst gedacht werden, ein Staatenbund werden, der dem Subsidiaritätsprinzip folgt. Und ein Staatenbund, der am Ende nur das regelt und vereinheitlicht, was sinnvoll und sachlich notwendig ist, was auf regionaler und nationaler Ebene gleichsam im Alleingang der Staaten und Völker nicht zu regeln ist. Und wenn man die einzelnen Politikbereiche durchforstet, so zeigt sich, dass die EU-Bürokratie inzwischen wie ein Krake in alle möglichen Detailfragen sich eingenistet hat und unter dem Deckmantel von vermeintlichen Deregulierungen mittlerweile die Lebenswirklichkeit der EU-Bürger maßgeblich bestimmt. Und 80% der vom Bundestag beschlossenen Gesetze kommen aus der Europäischen Union und werden praktisch nur parlamentarisch durchgewunken. Ich habe es lange genug erlebt. Ein Armutszeugnis für ein nationales Parlament, aber auch ein Armutszeugnis für die Europäische Union. Eine geradezu Entmündigung der Staaten. Nur eine Union, die kulturelle Vielfalt ihrer Völker schützt und stützt, bewegt
sich auf dem Fundament des Völkerrechts. Aber es gibt für uns in der Europäischen Union und in ganz Europa eine Klammer, die alle europäischen Nationen über die jeweilige Individualität hinaus verbindet. Und das ist das Christentum. Wir leben in Europa auf dem Fundament eines über die Jahrhunderte christlichen Abendlandes, das mit großer Kraftanstrengung gemeinsam von vielen Völkern Europas gegen den Türkenansturm verteidigt werden konnte. Ein weites Thema, wie wir heute damit umgehen, auf andere Art und Weise. Die reichhaltigen und sehr unterschiedlichen Kulturen in Europa werden verbunden durch das Christentum in all seinen unterschiedlichen Facetten. Und das macht auch Europa aus. Wir finden also ein kulturell vielfältiges Europa mit einer gemeinsamen religiösen Basis und Verbindung vor. Und die Unterschiede, die manifestieren sich cum grano salis zwischen den einzelnen Nationen, Regionen und Völkern. Die jeweiligen Nationen haben für sich einen relativ homogenen Kulturraum ausgeprägt, mit eigener Sprache, geschichtlicher Tradition und spezifischen Konventionen im Lebensalltag. Europa ist von seiner Geschichte und von seinem Selbstverständnis her eine Aneinanderreihung von kulturell homogenen und räumlich relativ abgeschlossenen Räumen. Und das ist nach Oswald Spengler die Kulturmorphologie Europas. Die vorherrschende Politik der EU will aber offenkundig diese gewachsenen Strukturen Europas einebnen und durch ein multikulturelles Europa ersetzen. Man kann sagen, multikulturell ist es ja sowieso, weil es so viele verschiedene Sachen gibt. Nein, man will es durchmischen. Europa wird von Habermas bis Timmermans als Projekt einer transnationalen Demokratie geradezu gefeiert. Der Nationalstaat in Europa wird als störend angesehen. Und wer sich dem entgegenstellt, gilt hierzulande, jedenfalls in Deutschland, wahlweise als Nationalist oder gar als Nazi. Interessant ist, dass dieses Projekt unter dem Label der Steigerung von Diversität den Bürgern verkauft wird. Der kulturell weitgehend homogene Nationalstaat und sein Volk soll durch Multikultur aufgelöst werden. Tatsächlich sind die Betreiber dieses Bildes einer EU aber die großen Uniformisten, worauf auch der Soziologe Jost Bauch aufmerksam macht. Indem man relativ homogene Kulturbereiche, die Nationen nun einmal darstellen, auflöst und durch multikulturelle Gesellschaften ersetzt, schafft man nicht mehr Vielfalt. Im Gegenteil, man schafft Uniformität, man schafft eine universell gültige, einheitliche Diversität, so Jost Bauch. Die gleichen Differenzen überall, die ethnische und kulturelle Weltkomplexität soll in alle Regionen Europas hineinkopiert werden. Der globale Uniformismus, der es dann erfüllt ist, wenn auch in Budapest oder Prag die Weltbevölkerung mit ihren unterschiedlichsten Kulturen repräsentiert ist. Aber die wirkliche Vielfalt der europäischen Völker verschwindet dann natürlich unter diesen Umständen, weil überall die gleiche heterogene Bevölkerung multikulturell leben soll. Zusammengesetzt aus Menschen unterschiedlichster Kulturkreise weltweit. Will man die Traditionen der Völker innerhalb der EU bewahren, und das zeichnet, finde ich, wahre Europäer aus, so müssen die nationalen Leitkulturen erhalten bleiben. Und wir müssen alles dazu tun, dass es so bleibt. Natürlich mit Akzeptanz auch von Zuwanderungsanteilen. Das bestreitet niemand. Die aber jede Nation nicht nur für sich selbst bestimmen kann, nicht fremdbestimmt, sondern das ausschließliche Recht gemäß dem Völkerrecht
hat jede Nation selbst. Um eine wirklich föderale Neuausrichtung der Europäischen Union zu ermöglichen, muss das von Jean Monnet entworfene und beförderte Projekt der Vereinigten Staaten von Europa, wo die Nationalstaaten immer mehr des Politischen entkleidet und auf den Rang von Provinzen zurückgestuft sind, beendet werden. So die österreichische ehemalige Nationalrätin Barbara Rosenkranz. Und ich glaube, sie hat recht. Das ist nicht nur eine Art kultureller Artenschutz aus sentimentalen Gründen zu verstehen, sondern es entspricht eben dem Völkerrecht. Die geforderte föderale Struktur der EU ist darüber hinaus notwendig, damit demokratisch legitimierte Politik überhaupt noch möglich ist. Die EU als Super-Einheitsbundesstaat ist notwendigerweise undemokratisch, weil zwangsläufig Konsensprobleme auftauchen, mit denen wir konfrontiert werden. Nur in kleinräumigeren politischen Einheiten, eben den Nationalstaaten, ist das zu lösen. Da sind sich Soziologen wie Niklas Luhmann und der Staatsrechtler wie Karl Albrecht Schachtschneider einig. Der Bürger muss auf die politische Willensbildung einwirken können und er muss es auch wollen. Die Politik muss nah genug sein, um Betroffenheit zu erzeugen. Alles, was zu weit entfernt ist, zieht nicht mehr so an. Ein europäischer Bundesstaat ist schlicht und einfach zu überdehnt, um lebensweltliche Resonanzen bei den Bürgern auszulösen. Wie Jost Bauch in seinem letzten Werk Abschied von Deutschland jüngst schrieb, liegt der Nationalstaat zwischen partikularistischem Kleinstaat und Großimperium genau auf der gesellschaftlichen Mesoebene. Er ist klein genug, um Identifikationsprozesse bei den Bürgern auszulösen, ohne die ein Gemeinwesen nicht bestehen kann, und dient so als Identitätsmarke. Und er ist groß genug, um die Souveränität des Gemeinwesens auch nach innen und außen durchsetzen zu können. Es zeigt sich, so finde ich, dass der Nationalstaat unverzichtbar ist und ohne ihn lassen sich Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und gesellschaftliche Solidarität nur schwer organisieren. So ist es nicht verwunderlich, dass die EU auf ihrem Marsch zum zentralistischen Bundesstaat bereits jetzt von einem Problemfeld in das andere tappt und permanent Rückhalt bei der Bevölkerung seiner Nationalstaaten verliert. Nicht ohne Grund hat es den Brexit in Großbritannien gegeben. Nicht ohne Grund hat Ungarn, Polen und andere Staaten haben bewusst einen eigenen Weg in der Migrationsfrage gewählt. Einige wenige dieser Probleme will ich ansprechen. Das Grundproblem der EU ist ihre mangelhafte demokratische Legitimation. Die Organe handeln weitgehend ohne demokratische Legitimation, denn das EU-Parlament vertritt kein Volk. Die Unionsbürger sind kein Volk. Und somit hat die EU kein eigenständiges Legitimationssubjekt. Das Europäische Parlament ist nicht demokratisch legitimiert, weil es eben kein Unionsvolk vertritt und weil die Wahl des Parlaments nicht nach dem Prinzip One Man, One Vote, sondern degressiv proportional ist. Eine egalitäre Wahl der Abgeordneten findet überhaupt nicht statt. Das Stimmgewicht eines Wählers in Malta ist 1200% höher als das Stimmgewicht eines Wählers in Deutschland. Wie der Staatsrechtler Schachtschneider nachwies, steht die Übertragung von Hoheitsrechten der Nationalstaaten auf die EU auf rechtlich nicht einwandfreien Füßen. Und das hat selbst das Bundesverfassungsgericht erkannt, dass der EU den Staatscharakter abspricht. Um aus den einzelstaatlichen Völkern ein Volk der Unionsbürger zu machen, müssen alle Völker durch Volksabstimmungen diesem Prozess überhaupt erst einmal zustimmen.
Dies will man natürlicherweise vermeiden, weil man erahnt, nein, weil man weiß, wie diese Volksabstimmungen ausgehen würden. Man brauchte eine Verfassungshoheit der EU, durch die man aber die Verfassungsgesetze der Mitgliedstaaten aushebeln würde. Den Gipfel der Antidemokratie bildet der Europäische Gerichtshof. Der durch nichts demokratisch legitimiert ist. Die Richter werden im gegenseitigen Einvernehmen von den Regierungen der Mitgliedstaaten auf 6 Jahre ernannt, so heißt es. Und hier wird auf das Massivste das Gewaltenteilungsprinzip, ein Grundpfeiler jeglicher demokratischer Kultur, unterlaufen. Von einer Unabhängigkeit der Justiz gegenüber der Exekutive kann nicht gesprochen werden. Und hier sehen wir, dass der Europäische Gerichtshof wie ein Gericht agiert, aber er ist kein Gericht. Er ist vielmehr eine Durchsetzungsagentur des Gestaltungswillens der EU-Bürokratie, anstatt diese, wie das in einer demokratisch legitimierten Judikative zu sein hat, auf die Rechtmäßigkeit ihres Handelns hin zu kontrollieren. So ziehen die EU-Institutionen ohne jegliche demokratische Legitimität an einem Strang. Und sie zerstören damit die Souveränität der Nationalstaaten, indem sie vermeintlich an einer, ich zitiere, Vereinheitlichung der Lebensverhältnisse in Europa arbeiten. Doch einheitliche Lebensverhältnisse, das sehen wir in Deutschland, in anderen Staaten, lassen sich noch nicht einmal in einem Nationalstaat zwangsweise schaffen. Das Unterfangen der Vereinheitlichung der Lebensverhältnisse eröffnet der EU-Bürokratie die Möglichkeit, in einem gewaltigen, sozialmanipulativen Projekt sämtliche Lebensverhältnisse nach Maßgabe einer Vorstellung von europäischer Durchschnittlichkeit zu gestalten. Was den Staaten unter dem Dach der Währungsunion widerfahren ist, hat mit nationaler Souveränität noch nichts zu tun, nur noch wenig zu tun. Und ich muss hier jetzt nicht die gesamte Geschichte dieses monetären Abenteuers rekapitulieren. Mit dem Euro als Einheitswährung will man inzwischen über eine Haftungsschulden-, Banken- und Finanzunion den nationalen Parlamenten das wichtigste Souveränitätsrecht, das Budgetrecht, entziehen. Und damit werden weitere Grundlagen für einen europäischen Bundesstaat geschaffen. So wird Schritt um Schritt um Schritt um Schritt wird dann diese Egalisierung hergestellt. Aber die eklatanteste Abkehr vom Selbstbestimmungsrecht der Völker ist die Migrationspolitik seit 2015 innerhalb der Europäischen Union. Anstatt die EU-Außengrenzen so zu gestalten, dass eine von allen geforderte selektive und damit kontrollierte Einwanderung möglich wird, sind diese Grenzen nach wie vor offen wie ein Scheunentor. Und Staaten innerhalb der Europäischen Union, die sich dem widersetzen, werden an den Pranger gestellt. Anstatt also an den Außengrenzen für geregelte Verhältnisse zu sorgen und im Inneren die Souveränität der Mitgliedstaaten bezüglich der Entwicklung ihres Staatsvolks anzuerkennen, erweist sich die EU als eine Vorstufe Global Governance, indem sie die Mitgliedstaaten drängt, den von der UN entwickelten globalen Pakt für eine sichere, reguläre und geordnete Migration zu unterzeichnen. Dieser Pakt widerspricht dem Völkerrecht eklatant. Eklatant. Wie sehr Staaten der EU darin ihre souveränen Rechte beschnitten sehen, machen Österreich, Ungarn, Dänemark, Polen, Tschechien deutlich, sie wollen entweder nicht mitmachen oder äußern starke Bedenken. Und sie fürchten ja nicht ohne Grund, die Herrschaft darüber zu verlieren, wer in ihr Land einwandern darf. Und es ist nicht jedes Land so selbstvergessen wie Deutschland, wo man das Gefühl hat, man freut sich, wenn halb Afrika hierher zuzieht.
Mit Recht kann man natürlich gegenüber den Sorgen vieler EU-Mitgliedstaaten einwerfen, dass keiner in die EU gezwungen wurde. Man kann sogar darauf hinweisen, wie sehr alle Mitglieder drängten, in die Europäische Union aufgenommen zu werden. Das ist richtig. Also, friss oder stirb? Nein, denn keiner der Staaten hat sein souveränes Recht auf Selbstbestimmung beim Eintritt durch die EU-Tür abgegeben. Nach wie vor kann sich jedes Mitglied auf die völkerrechtlichen Grundlagen berufen. Und Professor Alfred de Sayas, Sie haben ja schon auf vieles hingewiesen, aber ich will eine Passage noch mal deutlich machen, die Sie mit verfasst haben. Jegliche Praxis oder Politik, die das Ziel oder den Effekt hat, die demografische Zusammensetzung einer Region, in der eine nationale, ethnische, sprachliche oder andere Minderheit oder eine autochthone, das sind im Moment wir noch, Bevölkerung ansässig ist, zu ändern, sei es durch Vertreibung, Umsiedlung und oder durch Sesshaftmachung von Siedlern oder eine Kombination davon, ist rechtswidrig. Artikel 6. Das war der Artikel 6 aus der Entschließung der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen, an dem Sie, lieber Herr Professor de Sayas, mitgearbeitet haben. Sie haben ihn formuliert und José Ayala Lasso hat ihn dann verkündet. Die vielfältigen Probleme der EU zeigen auf, der eingeschlagene Weg zum Bundesstaat führt, davon bin ich fest überzeugt, in die Irre und widerspricht in letzter Konsequenz vielfältigen Völkerrechtsnormen. Eine Europäische Union der Vaterländer gibt den Menschen Heimat und Offenheit zugleich. Und das wusste schon Immanuel Kant, als er in seiner Schrift zum ewigen Frieden bereits 1795 schrieb: Die Idee des Völkerrechts setzt die Absonderung vieler voneinander unabhängig benachbarter Staaten voraus, weil diese Absonderung besser sei als eine Zusammenschmelzung derselben durch eine, die andere überwachsende und in eine universal, damals noch Monarchie, übergehende Macht. Meine Damen und Herren, damit sind unsere Vorträge zunächst einmal am Ende und jetzt folgt eine Podiumsdiskussion unter dem Vorsitz von Herrn Professor Otte, aber ich glaube, wir machen noch mal eine kurze Verschnaufpause. Applaus